Additive Manufacturing beschleunigt den Weg aus der Prototypen-Nische in Richtung Serienfertigung und dringt von A wie Automotive bis Z wie Zahnmedizin in nahezu alle Branchen vor. Gemeinsam haben sich die RapidTech und Fabcon 3D als führende europäische Treffpunkte der additiven Fertigung und 3D-Druck etabliert. Auf der RapidTech präsentieren sich Markt- und Technologieführer ebenso wie renommierte Forschungseinrichtungen, Startups und Netzwerke. Kann man das als etablierter Messestandort in Erfurt bezeichnen? Das kann man mit Sicherheit so bezeichnen und behaupten. Wir waren die Ersten, die das Thema im Jahr 2004 aufgegriffen haben. Und man sieht es heute, man wird es in den nächsten Tagen sehen, mit über 200 Ausstellern und über 4000 Gästen, die wir erwarten, sind wir das Highlight in diesem Jahr zum Thema 3D-Druck in Deutschland. Kann man das dann immer noch einen Megatrend benennen? Ja, ich sehe das schon so, dass wir gerade mit dem 3D-Druck in viele Branchen eingreifen, wo wir, wie sagt man so schön, Brüche in der Fertigungstechnologie hervorrufen. Die Möglichkeiten, die der 3D-Druck heutzutage schon bietet, sind immens. Wir können viele Branchen mit revolutionären Entwicklungen hier in Erfurt sehen, die tatsächlich neue Möglichkeiten für Ärzte, für Zahnärzte, für die Maschinenbauer offerieren. Luft- und Raumfahrt, die Verkehrstechnik wird davon profitieren. Ich bin überzeugt, auch in den nächsten Jahren werden wir eine tolle Entwicklung haben. Im nächsten Jahr sind wir zum 15. Mal, höre und staune, 15 Mal, dann die RapidTech, dass wir mit dieser Veranstaltung natürlich besondere Highlights setzen wollen und setzen werden. Das ist schon fest im Programm. Der Messebeirat hat das gestern schon beschlossen und ich kann allen Besuchern nur empfehlen und unseren Ausstellern, sind Sie im nächsten Jahr dabei und nehmen Sie diese Highlights mit.